Guten Tag, verehrte Zuschauer. In Dresden gab es in der vergangenen Nacht Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und DDR-Bürgerrechtlern, die für ihre Ausreise demonstrierten. 5 Personen wurden festgenommen, sind aber inzwischen wieder frei. Am Rande einer kirchlichen Veranstaltung hatten sich auf der Freitreppe des Verkehrsmuseums in der Dresdner Innenstadt zahlreiche Menschen versammelt, die auf Plakaten die Wahrung der Menschenrechte forderten. In Sprechchören riefen sie, die Mauer muss weg und Erich rückt den Schlüssel raus. Die Polizei griff erst ein, als die Versammlung sich aufzulösen begann. Zuvor hatten in der überfüllten Kreuzkirche 6000 Menschen in einem Friedensgottesdienst der Zerbombung der Stadt vor 43 Jahren gedacht. Dabei forderten Demonstranten auf Plakaten mehr Gerechtigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte in der DDR. Die Sicherheitskräfte griffen nicht ein. Während des Gottesdienstes wurde auch um die Kraft gebetet, heute in der DDR die Freiheit der Andersdenkenden zu respektieren. Der sächsische Landesbischof Hempel erklärte in seiner Predigt, Ungerechtigkeit und Unruhe brenne in den Herzen aller Christen. Der österreichische Bundeskanzler Vranitzky hat seinen Rücktritt für den Fall angedroht, dass sich die Affäre um Bundespräsident Waldheim nicht in absehbarer Zeit beruhigen sollte. Der SPÖ-Politiker sagte im österreichischen Fernsehen, wenn weiterhin der größte Teil seiner Arbeitszeit zur Verteidigung Waldheims notwendig sei, werde er sich persönliche Konsequenzen überlegen. Die Unruhen in den israelisch besetzten Gebieten haben sich jetzt auch auf die Golanhöhen ausgedehnt. Dort ging die Polizei mit Tränengas gegen Drusen vor, die gegen die Besetzung protestierten. Die Demonstranten warfen mit Steinen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. US-Präsident Reagan hat bei einem Kurzbesuch in Mexiko mit Staatschef de la Madrid über die Krisenherde in Mittelamerika gesprochen. Dabei forderte Reagan zur Bildung einer gemeinsamen Front gegen das totalitäre Vormachtstreben der Sowjetunion, Kubas und Nicaraguas in Mittelamerika auf. In diesen Staaten habe sich gezeigt, dass tyrannische Systeme nicht funktionieren. Der mexikanische Präsident sprach sich für eine Verhandlungslösung aus, bei der die Interessen aller Konfliktparteien gleichberechtigt berücksichtigt werden. Bei schweren Krawallen im Hamburger Stadtteil St. Pauli sind am frühen Morgen 10 Polizisten verletzt worden. Die Auseinandersetzungen hatten sich entzündet, als die Polizei einer Beschwerde über zu laute Musik in einem Lokal nachging. Es entwickelt sich eine regelrechte Straßenschlacht, bei der die zumeist jugendlichen Randalierer Molotow-Cocktails warfen und Straßensperren aus brennenden Autoreifen errichteten. Die Krawalle dehnten sich bis in die ehemalig besetzte Hafenstraße aus. Meldungen vom Sport. Im Achtelfinale um den DFB-Pokal gab es heute 2 Spiele. Bayern München schlug den 1. FC Nürnberg mit 3:1, Schwarz-Weiß Essen und der VfL Bochum trennten sich 0:1. 3 Eishockeyspiele waren in der vergangenen Nacht sportlicher Auftakt der Olympischen Winterspiele in Calgary. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland setzte sich unerwartet mit einem 2:1 gegen den mehrfachen Weltmeister Tschechoslowakei durch. Die USA besiegten Österreich mit 10:6, die sowjetische Mannschaft spielte gegen die Norweger 5:0. Den närrischen Siedepunkt erreichte das Fastnachtsfieber schon heute in der Frankfurter Innenstadt. Das strahlende Sonnenwetter ließ seine Wünsche offen. Was Wunder, wenn Karneval und Valentinstag auf dasselbe Datum fallen. Regen gab es nur in Form von Bonbons, mit denen die Karnevalisten der Main-Metropole nicht sparten. Auf zahlreichen Motivwagen machten sich die Frankfurter Narren über die Politik lustig und präsentierten sonst noch allerlei Scheußlichkeiten. Und die Wetteraussichten. Nach allgemeiner frostiger Nacht, morgen heiter oder wolkenlos mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Südlich der Donau um 4 Grad Celsius. Die nächste Heute-Sendung um 19 Uhr.